Greif nach den Sternen. Das Wittelsbacher Schloss wird in den kommenden 3 Jahren grundlegend saniert und umgestaltet. Kein leichtes Unterfangen, denn die einzige Zufahrt des von einem Graben umgebenen Gebäudes führt über eine 1977 erneuerte Brücke und durch ein niedriges Tor. Ein Kran passt hier nicht durch, also muss er Stück für Stück über das 750 Jahre alte Gemäuer gehoben werden. Zwei Wochen vorher fiel der Startschuss für den Umbau. Führende Politiker der Region luden die Öffentlichkeit zu einer Feierstunde im Rittersaal des Schlosses ein. Thema war vor allem die Finanzierung des Großprojektes. Es sind 21 Millionen Euro, die wir hier vermutlich in die Hand nehmen. Und wir haben es Gott sei Dank geschafft, dass wir hier Unterstützung bekommen von den verschiedensten Geldgebern der öffentlichen Ebenen, der politischen Ebenen bei uns. Deswegen haben wir hier auch viele Vertreter da. Neben den Ehrengästen begrüßte Bürgermeister Roland Eichmann auch die Planer, Vertreter der Baufirmen und zahlreichen Anwohner. Und von einem Euro, den wir aus öffentlichen Geldern nehmen, werden weitere 7 Euro zusätzlicher Investitionen vor Ort, in den Städten, in den Gemeinden gemacht. Es ist eine sinnvolle Investition und wir aktivieren mit diesen Städtebauförderungsmitteln immer zusätzliche öffentliche Mittel, aber auch Privatmittel. Und wenn Sie heute durch beide Schwaben gehen, durch viele Klein- und Mittelstädte, ich komme selber aus der Kreisstadt Mindelheim, ohne die Städtebauförderungsmittel hätte meine Heimatstadt ein völlig anderes Gesicht. Wir haben heute die feierliche Baustelleneinweihung. Man sieht ja auch schon ein wenig, wird gebaut im Schloss. Es wird schon bereits das Museum ausgeräumt, ist fast schon alles komplett abgeschlossen. Und jetzt beginnen wir mit der Baustelleneinrichtung. Und wir werden 3 Jahre lang jetzt intensiv daran arbeiten, das zu erfüllen, was auch immer wieder diskutiert worden ist, das Schloss für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Friedberg nutzbar zu machen. Einerseits kulturell, aber auch mit eigenen Veranstaltungen der Vereine, aber auch Privatfeiern, die wir hier ermöglichen wollen. Hierzu werden neue Eingänge und Korridore geschaffen und die aktuelle Raumaufteilung weicht eleganten, barocken Enfiladen. Das bereits 1886 entstandene Museum muss zwar vorübergehend geschlossen werden, aber schon in 3 Jahren wird man die Friedberger Uhren und das direkt im Schloss produzierte Fayencengeschirr aus dem 18. Jahrhundert wieder bestaunen können. Zudem wird das Schloss dann für zahlreiche weitere Zwecke zur Verfügung stehen. Abendveranstaltungen, Vereinstreffen, Vorträge oder Präsentationen wirken durch die Umgebung gleich ein wenig nobler. Dafür haben wir nicht nur dann den Museumsumbau, sondern auch den Umbau des Rittersaals und der Remise. Die sollen Veranstaltungsräume sein, im ersten Stock auch kleinere Tagungsräume, die auch genutzt werden können für private oder für Vereinsaktivitäten. Der Saal allerdings ist ja noch nicht entschieden. Da werden wir noch entscheiden müssen im Schlossausschuss und im Stadtrat, wie wir weitermachen. Was da tatsächlich passieren soll, da sind wir noch nicht so ganz am Ende der Diskussion. Aber grundsätzlich haben wir jetzt damit heute wirklich einen Eckpunkt erreicht. Jetzt beginnen die Bauarbeiten und jetzt beginnt tatsächlich richtig der Umbau. Das wird eine spannende Herausforderung noch. Wir haben zum Beispiel einen 100 Meter langen Autokran, den wir momentan planen, der uns hier in diesen Innenhof einen Baustellenkran hineinstellen wird. Der Kran hebt die Einzelteile vorsichtig über die 750 Jahre alte Mauer, die einst als Schutz vor dem Nachbarn Augsburg gedacht war. Hier war im 16. Jahrhundert die bayerische Zollstation und hier endete der Hochstift des Augsburger Bischofs. Grund genug also für eine Wehranlage, die 1257 unter Herzog Ludwig II. Entstand. Gar nichts mehr weiß, was du tun sollst. 1541 wurde die Burg von einem Brand verwüstet. Der Neubau in schlichten Renaissanceformen gibt das Bild, wie es noch heute erhalten ist. Damals wurde auch der Wehrcharakter deutlich reduziert. Aus der Burg ist ein Prachtbau geworden.
Dann trotzte das alte Gemäuer nur leicht beschädigt dem 30-jährigen Krieg und beherbergte von 1754 bis 1768 die Fayence-Manufaktur, deren Kunst man seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Schlossmuseum betrachten kann. 2007 erwirb die Stadt Friedberg das Schloss vom Freistaat und lässt es nun zu einem Bürger- und Kulturschloss umbauen. Dieses Wittelsbacher Schloss, meine Damen und Herren, ist identitätsstiftend nicht nur für die Stadt Friedberg, sondern für die Region. Und es ist auch Teil der bayerischen Landesgeschichte. Und deshalb freut es uns auch seitens der Staatsregierung ganz besonders, dass dieses Schloss jetzt eine neue Verwendung findet. Ich denke, unser Friedberger Schloss, wenn es dann fertig ist, das wird eine Perle sein, in der Reihe der vielen Baudenkmäler. Und es ist unsere Aufgabe, diese Perle in der Zukunft in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Bis 2018 wird der Umbau andauern, auch wenn es die größten Hürden bereits gemeistert hat. Das Großprojekt hat gerade erst begonnen. Für die Öffentlichkeit bleibt das Schloss die nächsten 3 Jahre geschlossen.